Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tobi Zockt Silent Hill 2, Folge Nummer 24, da sind wir nun drin. Und in der letzten, in der 23, will nochmal einen kleinen Rückblick geben, da haben wir die Angela gesehen. Oh, hier kannst du sogar rein. Alter, was ist denn hier los? Die haben alle Bilder vorm Kopf. Ich erinnere mich auch an diesen Raum, ist wieder Rätsel, Rätsel-Time, glaube ich. Ja, die Angela haben wir da gesehen am Ende der letzten Folge und sie hatte da mit ihrem Vater zu kämpfen. Und ich wollte noch ein bisschen was weiter ausführen, wie ich dann überhaupt darauf kam, dass sie völlig den Verstand verloren hat. Also ist ja nur logisch, weil sie hat in dieser Kreatur, die wir da gesehen haben, die irgendwie viereckig, quadratisch viereckig war, hatte zumindest so einen Rahmen, da wo diese Kreatur dann eben eingebastelt wurde, irgendwie feststeckt, dass eben die Angela da ihren Vater drin gesehen hat. Und ja, da musst du schon ziemlich krank, ziemlich verwirrt sein, um da eben deinen eigenen Vater dann eben draus erkennen zu können. Und da dachte ich dann eben, okay. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ey, wenn diese Theorie, die ich da aufgestellt habe, wirklich so hinhaut, weil mit der eigentlichen Story hier in Silent Hill 2, die habe ich natürlich damals dann eben mitbekommen. Das Spiel kam 2001, glaube ich, raus. Da war ich 18, 19, 19 Jahre. 19 bin ich zum Bund. Ja, ganz genau, das war noch Bundzeit, ey. Möchte meinen, dass das Spiel 2001 rauskam. Für die PlayStation 2 dann. Hatte ich auch eine Collectors Edition gekauft, die ich mittlerweile dann wieder verkauft hatte irgendwann mal. Hab mir auch im Arsch gebissen jetzt. Na, was heißt jetzt, damals dann eben schon ziemlich zügig, warum ich die überhaupt verkauft habe, diese Edition, in diesem Pappschuber drin, mit, ich glaube, Soundtrack gab's dann auch mit zu, bin mir nicht sicher, aber Artworks und so weiter und so fort, das gab's ja auch alles mit zu. So, irgendwie macht da hier nichts der James. Ah, diese Figuren, doch, da sagt er was. Sein Gesicht ist mit einem Blatt Papier bedeckt. Darauf steht etwas geschrieben. Dieser Mann wurde wegen Fälscherei gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Ach, die sind aufgehangen hier. Okay, das ging mir auch unter, weil ich sehe da kein Seil über die Klemmen, oder doch? Ist da ein Seil über denen? Und zu fliegen scheinen die auch nicht. Ich dachte, die stehen bloß irgendwie komisch auf Zehenspitzen dann eben, aber ein Seil sehe ich nicht. Aber kann sein, dass es ein Seil in der PlayStation 2 Version dann eben gab. Das kann sein. Gut, vielleicht sehen wir das noch irgendwann woanders mal. Jetzt bei diesem Rätsel. Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Und hier? Dieser Mann wurde wegen Entführung gehängt. Auch damit wurde Genüge getan, daneben wiederum. Und hier haben wir Mordes. Hier wegen Diebstahls gehängt. Und hier wegen Betruges. Beziehungsweise Betrugs dann. Okay, alles klar. Das ist dann der Raum, der ganz am Anfang liegt, ganz genau. Mal gespannt bin, wo wir das dann eben irgendwo hier umsetzen müssen. Okay. Hier muss sich scheinbar der James daneben, hier haben wir die Seile, scheinbar auch selbst daneben dran baumeln, oder wie? Tote Männer baumeln in einem Baum? Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? Die Zungen blauen und das Gesicht aschgrau, wie sie sich drehen und wiegen, oh schau. Der Erste, der mordete, den Metzgermann, fast gelesen Metzgersmann, weil ich glaube, das wäre richtiger gewesen, briet ihn in der großen Pfanne dann, serviert ihn seinen hungrigen Gästen und gab auf deren Bitten Nachschlag zum Besten. Der Nächste mit Lachen und Zuckerwerk stahl arme Kinder von den Straßen am Berg. An Männer ist in gar widerlicher Kleidung, verkauft er die Braven als deren Sklaven. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck, der Tropf. Am Morgen ist er im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit Bier gefüllt, den Kropf. Der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand und Tand. Aber der Regen war sein Verderben, die Tinte rann, sein Leben liegt in Scherben.
Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient, des Tags. Hortet und packt es fort, so sacht, verschwand still und heimlich in der Nacht. Zu Asche verbrannt zwei Häuser und ein Haus. Der Sheriff weiß nicht noch ein, sieht einen Fremden in der Stadt mit Vase, sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase. Tote Männer baumeln in einem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? 6 Fuß lang und 6 Mann breit. Um ihren Hals die Schlinge liegt bereit. Also glaube der Sheriff dafür, dass er den Gefangenen auf die Nase gehauen hat, wenn es jetzt da gilt, jemanden ja da herauszupicken aus diesen 6 Mann, der ja eine viel zu hoch angesetzte Strafe bekommen hat, eben durch Tod, durch Erhängen, dann würde ich da schon den Sheriff wählen, oder? Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Siehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Aber wir müssen irgendwo jetzt dran ziehen. Okay, tote Männer baumeln, die sind blau und Gesicht aschgrau. Der Erste, der mordete den Metzgersmann. Also er kann natürlich gehangen werden durch seine Taten, auch dass er ja seinen Gästen eben den Metzger da auch noch anbot zu essen. Da auf jeden Fall. Der Nächste mit Lachen und Zuckerwerk stahl arme Kinder von den Straßen am Berg. An Männer in gar widerlicher Kleidung verkauft er die Braven an deren Sklaven. Kindeshandel, Sklaventreiberei, ich denke auch da. Ich möchte wirklich meinen, hier ist tatsächlich der Sheriff dann eben. Wenn er nicht mit den Bränden zu tun hat. Ich glaube, da ging es auch um Häuserbrand, um Hausbrand. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck, der Tropf. Am Morgen ist er im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit Bier gefüllt, den Kropf. Wegen Einbruchs gehängt? Weil er sich in dem Haus betrunken hat und da irgendwie eingepennt ist und dabei erwischt wurde? Kann ich dazu raussehen? Der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand und Hand. Aber der Regen war sein Verderben, die Tinte ran, sein Leben liegt in Scherben. Falschgeld? Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient, des Tags. Hortet und packt es fort, so sacht verschwand still und heimlich in der Nacht. Das war auch eher, glaube ich, ne? Zu Asche verbrannt 2 Häuser und ein Haus. Der Sheriff weiß nicht ein noch aus, sieht einen Fremden in der Stadt mit Vase, sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase. Okay, also hat doch der Sheriff da was mit den Häuserbrand zu tun. Hat aber einen anderen Schuldigen dafür gefunden, einen Fremden in der Stadt mit Vase. Also ist doch, weil er 2 Häuser niedergebrannt hat? 6 Mann breit. Wem hatten wir denn noch? Ja, den Dieb eigentlich bloß. Dann, oder? Wie ich schon meinte. Starrarme Kinder von, ja, Kinder und Sklaven. Würde schon sagen. Also, ich weiß nicht, in welcher Zeit das hier geschrieben steht. Sieht aber sehr mittelalterlich aus und würde sagen, auch dafür mit Sklavenhandel, ganz besonders bei Kindern, wenn du die entführst, dafür könnte auch Tod durch Erhängen gegeben haben. Könnte immer, ja, ich weiß nicht, wo das auch gespielt hat. Wenn es in den Südstaaten hier spielt oder so, in Amerika, dann auf jeden Fall. Aber wenn es wiederum, was weiß ich, was ist denn so das mildeste Land? Da kannst du gar nicht sagen, ne? Selbst bei den Römern wärst du da wahrscheinlich gehangen worden für. Nur gut, die Römer, die haben ja eine ganz andere Zeit dann eben noch gehabt. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und brachte einen bösen Schreck, der Tropf. Und hatte einen bösen Schreck, der Tropf. Am Morgen ist er im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit Bier gefüllt, den Kropf. Künstler, Geldscheine, Geldfälschung, da ist man dahinter gekommen und das hier, das gehört wahrscheinlich noch zu dem Künstler, diese Seite. Nahm er Gold, das er nicht verdient des Tags. Verschwand still und heimlich in der Nacht. Ja, und der Sheriff dann. Sind aber auch
nicht 6 Mann hier, oder? Es sind doch weniger. Wir haben zum einen mal den Metzgersmann. Dann haben wir hier der Nächste mit den Kindern. Das sind 2er. Dann Dieb. Und das hier, nee, Künstler, okay, sind 4. Dann haben wir das hier wahrscheinlich noch als Künstler. Nahm er Gold, das er nicht von denen. Nee, warte mal, das muss doch anders sein. Ich schreibe mir das mal auf. Ich habe hier einen Zettel liegen. Wir haben den, der Mord begangen hat an den Metzgersmann. Dann haben wir, ich mach mal nochmal von vorn. Sorry, dass das jetzt ein bisschen was länger dauert. Den Kindesentführer. Und Sklavenhändler. Den. Dann haben wir einen Dieb. Der einfach sich da. Der einfach irgendwo bloß. Ja, da steht ja nicht, ob er was geklaut hat. Aber wenn da Dieb steht, dann muss er was geklaut haben. Das ist es. Das macht mich stutzig gerade. Weil kann ja so sein. Ich lese da bloß draus, der hat sich da irgendwie die Birne zugelötet mit Alkohol, mit Bier und ist da irgendwie eingepennt und wurde aber dann eben erwischt, als man dahinter kam, dass dort eingebrochen wurde. Und da schnarcht ein Dieb drin. So doch. Bier schreibe ich mal noch dazu beim Dieb. Dann haben wir einen Künstler, der müsste ja der Nächste sein, ganz genau. Künstler. Geldfetsch. Oh, jetzt muss ich hier schon aufstoßen. Geldfälscher. Und er hier, was spielt er hier für eine Rolle? Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient des Tags. Hortet und packt es fort. Ja, wer weiß, woher das ist. Kann auch wieder Dieb sein. Aber werdet jetzt auf der Folge vom, also wenn es jetzt auf den Künstler folgt, dieser Text, dann würde er doch eher meinen, das gehört noch weiterhin zu dem Geldfälscher, ne? Zu dem Künstler. Gold entwendet. Schreibe ich mal. Lass ich mal so stehen, dann sind wir doch bei 6. Jetzt sind wir gerade bei 5. Entwendet und abgehauen. Okay. Zu Asche verbrannt. Ach nee, der Sheriff, der ist dann 6. Brandstifter. Okay, jetzt gehen wir nochmal rüber. Würde meinen. Und wir gucken uns das da nochmal an. Zeig mal hier. Glaube nicht, dass wir hier, wenn ich jetzt irgendwo verkehrt dran ziehe an irgendeinem Strick, dass wir da was Schlimmes zu benennen. Na doch, was Schlimmes schon. Würde aber eher eine Kreatur sein. Aber eigentlich direkt Asche sein, dann glaube noch nicht. Glaube ich. Entführung gehängt. Das ist also hier der Sklaventreiber, der die Kinder da eben mitgenommen hat. Würde ich auch erhängen. Natürlich doch, ey, ich hasse Gewalt gegen Kinder oder irgendwie was anderes gegen Kinder da. So was von ungemein, ey. Wüsste nicht, wenn ich da irgendwie was beobachten würde, auf der Straße oder so, ob ich da nicht komplett austicken würde dann. Naja, muss ich. Also nicht gegenüber dem Kind, wir verstehen uns da. Gegenüber den Übeltäter dann. Also sowas geht mir dann doch ziemlich nahe, genauso wie Gewalt gegen Frauen, wie ja irgendwie sexuelle Belästigung gar schon gegen Frauen oder sowas. Ja, krieg auch immer leicht dann eben oder schnell schwillt mir da der Kragen dann eben auch bei, muss ich dazu sagen. Das auch. Dieser Mann wurde wegen Mordes gehängt, Recht und Rache. Und das ist der Metzger dann. So, wer bist du? Geh schon ran, James. Dieser Mann wurde wegen Diebstahls gehängt, Recht und Rache. Der, okay, jetzt haben wir die ersten 3 schon mal. Den Dieb, der mit dem Bier dann eben. Und hier. Dieser Mann wurde wegen Betrugs gehängt. Betrug. War der Künstler, möchte meinen? Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt, Recht und Rache. Der Sheriff ist das dann?
Beziehungsweise. Warte mal. Ja. Der Sheriff, hier wurde jemand Unschuldiges gehängt anstelle des Sheriffs dann. Dieser Mann wurde wegen Fälscherei gehängt. Ach nee, das, der Künstler. Und der andere, was war das nochmal? Hier, wegen Diebstahls? Nee, du nicht, du dann. Betrugs. Ja, Geldfälscher ist ja beides. Betrug und hier unten auch das. Fälscherei oder nicht? Na nee, Betrug ist wieder der mit dem Gold, glaube ich. Also der wird extra gewertet. Ich glaube, Sheriff ist das dann. Weil dort jemand zu Unrecht gehangen wurde. Aufgehängt wurde. So ist besser gesagt. Erhangen wurde. Müsste sein. Und Sheriff war unten. Oh, jetzt habe ich das vergessen. Kameraperspektive? Ah, er da unten, okay. Hier unten rechts dann. Er war's. Ja, ganz genau. Brandstiftung. Ja, Betrug, ey. Ich glaube, auf die Schwere muss ich gar nicht achten. Ich glaube, das Sheriff-Dings, das ist ein guter Hinweis da. Ich werde mal am Sheriff sei ziehen. Werde mir aber auch das Schildchen hier nochmal geben. Hier unten. Nur der ohne Sünde ist, kann dir helfen. Ja, er ist ohne Sünde. Der mit der Vase. Okay, dieser Hinweis, der hat mir schon ausgelangt. Wir müssen an diesem Seil hier, glaube ich, ziehen. Mal gucken. Geht er da auch durch mit dem Kopf? Mach keinen Scheiß, James. Gut, das Gitter hier unter dir ging nicht auf. Vielleicht hat's hingehauen. Und was Böses ist jetzt auch nicht passiert. Bestimmt die Tür hier, die war verschlossen, ne? Und jetzt ist sie offen? Ich weiß nicht genau, was hier jetzt passiert. Warte mal, wir werden mal rübergehen. Mal gucken, ob da was passiert ist. Komm schon. Ja, da liegt was. Okay. Was haben wir hier? Ich habe den Schlüssel des fälschlich angeklagt. Oh, doch richtig. Tobi, du bist gut. Du bist gut. Hast dir nicht in die Irre führen lassen. Ich wollte nämlich auch darauf hinaus, deswegen grübelte ich hier so sehr mir fällt's jetzt nicht ein, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, dafür jemanden zu hängen auf die, wie ist der Begriff, ey? Mein Hirn wieder komplett platt, na zumindest dahingehend daneben. Auf die Schlimme des Übels, na kann man so stehen lassen, glaube ich, um dass du das verstehst, glaube ich. Weil ein Geldfälscher oder sowas, ich weiß nicht, ob der dann eben unbedingt für seine Fälscherei da, ja, ob das gerechtfertigt ist, ihm dafür dann eben zu hängen. Aber hier ging es ja bloß um den Unschuldigen dann eben, der hier gesucht gewesen ist. Warte mal, hier hängt eine Schelle. Haben wir dafür einen Schlüssel? Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgenommen wurden. Ja, und was habe ich jetzt dabei? Habe ich einen Schellenschlüssel? Tatsächlich. Okay. Ich dachte, das wäre ein Zettel, der da auf dem Boden gelegen hat. Warte mal, wir gehen mal nochmal zurück. Da war doch ein Zettel gewesen. Habe ich den nicht gelesen, oder wie? Oh, er kurbelt hier schon hoch, der James. Macht er easy. Scheint ziemlich leicht zu funktionieren, die Mechanik dahinter. Wenn wir nochmal gucken, da lag doch ein Zettel. Da lag doch kein Schlüssel. Ob ich das hier nicht schon gelesen habe? Hier liegt das Papier, das das Gesicht der Leiche bedeckte. Ach so, okay. Das ist bloß der Zettel, ja, dann eben. Okay. Wollte doch meinen, sah auch so wie ein Zeitungsartikel oder sowas. Und da hätte ich noch ein bisschen was mitnehmen können mit. Aber lag wahrscheinlich der Schlüssel daneben auch drauf. Oder die Schlüssel, waren ja zwei hier eben für diese Handschellen. Dann.
Hier auch kein Rauschen, keine Gefahr. Nur gut, ploppt ja hier auch manchmal einfach so auf daneben. Kann sie auch nicht von Haus gehen, dass sie hier daneben sicher bist mit. Oh, hier ist schon wieder. Ist echt schon wieder Zeit, ey. Wie schnell vergeht so eine Folge? Gut, ich habe ganz schön gegrübelt da auch an der Aufgabe. Na eben, weil ich da... Wir nehmen das mal noch mit, natürlich doch. Maria? Oh, wir sind bei ihr. Maria? Maria, no! What happened to you? Why? Was denn mit dir passiert? Mary. Okay, dann wusste ich so nicht mehr. Können wir nochmal zurück, James? In diesem Raum gibt es nichts mehr für mich. Oh, schade. Hast du keinen Schlüssel mitgenommen? Weil die Maria, die war ja Schlüssel zum Fee hochziehen, so kann man es ja sagen. Wissen wir aus der Vergangenheit. Zumindest als da in so eine. Ja, wo war das? Kamen wir da in die Bowlingbahn rein? Nee, nicht in die Bowlingbahn. Ich glaube, da ging es irgendwie durch ein Gebäude quer durch daneben, wo wir abkürzen konnten, als wir die kleine Laura da hinterher wollten, die durch so eine enge Gasse da irgendwie geflüchtet ist. Aber war Bowlingbahn. Da kam die kleine Laura raus. Und raus ist auch gut gesagt. Und, oh, jetzt ist sie offen. Okay. Dachte schon. Ich hätte noch irgendwo einen Schlüssel übersehen vielleicht. Wir mussten da hinterher und da hatte ja die Maria da etliche Schlüssel daneben dabei. Für jedes Schloss der Tür, da waren mehrere Schlösser an der Tür. Haben wir ja auch mitgekriegt. Und ja, deswegen Schlüsselfeder. Aber die kommt wahrscheinlich noch wieder, James. Die ist auch schon einmal abgelebt. Da mach dir mal keine großen Gedanken. Also hätte ich jetzt zumindest nicht gemacht an deiner Stelle dann. Oh, Friedhof hier. Eieiei, wir müssten jeden Augenblick daneben hochkommen, aber ich sollte hier die Folge daneben auch verlassen. Das werden wir dann in der nächsten erfahren, in der 25, wie es weitergeht. Und ja, keine Ahnung, was da mit der Maria gerade passiert ist. Oder beziehungsweise in der Zwischenzeit dann. Der Schrei mit Daddy zuvor, der kam ja eindeutig daneben von der Angela. Der hätte ja nicht von Maria da ja stammen können, so sage ich das mal. Da waren wir ja bei der Angela unterwegs und ich bin mir da immer noch ziemlich sicher, dass das ihr ehemaliges Kinderzimmer da gewesen ist, was mit ja, Zeitungspapier sogar zugeklebt war, die Tür, als wir da durchgetreten sind. Und ja, ist eine hübsche Erklärung von mir auch gewesen. Ende der letzten Folge war das Ende der 23, wo das vorkam? Ich möchte sagen schon, ne? Dass, also zu dem Ganzen hier, dass es generell Grundböse gibt, was so alles steuert. Das hatte ich ja von Anfang an, diese Theorie gehabt. Aber dass sämtliche Personen, die wir hier begegnen in diesem Spiel, dass die ihren Verstand verloren haben oder aber abgelebt sind, so wie ja, sie eben hier auch mit den James versuchen, ihm immer wieder mal um die Ecke zu bringen mit irgendwelchen Kreaturen, gerade auch Pyramid Head. Und durch das Ableben wird er dann eben vom Bösen eingenommen und dann wird der Nächste dann eben in Silent Hill hineingelockt. Und den widerfährt dann eben, ja, wieder solch Schicksal dann eben, dass er hierher gelockt wird, wegen irgendwas, wegen irgendeiner Person, die er verloren hat. Und dann eben auch der James eine Schachfigur des Bösen dann eben wird. Gegenüber den Neuen dann. So kann das sein. So hatte ich das auch gemeint gehabt. Also im Groben zusammengefasst dann eben. Zum Ende der 23 dann, falls das nicht so wirklich durchgedrungen sein sollte. Dann so, ja. Ist das jetzt nur alles dann eben, dass sie halt eben nicht schafften, da irgendwie den Bösen auf die Schliche zu kommen, beziehungsweise ja, daran scheiterten dann vielmehr, weil sie eben wahnsinnig wurden, weil sie eben auch ablebten, womöglich dann hier in dieser Stadt. Und das Böse sich aber ja
sich ihnen dann eben einverleibt. Kann ich dazu stehen lassen? Ist das richtig gesagt? Ihr wisst da aber schon Bescheid, beziehungsweise du weißt da sicherlich Bescheid. Und wodurch diese Kreatur dann, also sollte das jetzt mit dem James ebenso passieren, wodurch diese Kreatur dann auch durch den James, wenn es denn mit ihm so passiert, dass er hier ablebt oder völlig wahnsinnig wird und der Böse dadurch von ihm Besitz ergreifen kann, weil er eben ja psychisch sehr, sehr, sehr doll labil geworden ist, dass er den Verstand verliert, dass auch das Böse dadurch den James dann eben auch steuern kann und ja, weitere Menschen, weitere Leute, die dann eben hierher gelockt werden mit irgendwelchen Briefen, mit irgendwelchen Nachrichten oder so weit und so weiter, dass die dann eben ja auch über den James dann eben immer weitergeleitet werden dann, der ja durch das Böse dann dadurch gesteuert wird. Okay, ich bin raus, ich verkompliziere es hier bloß immer mehr und mehr Glaube. Okay, okay, ja, dann hoffe ich, du hattest auch hier wieder mit der Folge 24 nun deinen Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall und möchte ja natürlich auch in dieser Aufnahme noch eine weitere Folge drin verbringen. Gerade auch, weil wir hier kurz vor einem Friedhofgebiet sind und wir womöglich auch jetzt für den James weitere Erkenntnisse erlangen können über diesen Friedhof hinweg. Kann ja möglich sein. Stimmt. Vielleicht geht die Story jetzt wirklich so Schlag auf Schlag immer weiter voran. Sodass wir hier tatsächlich kurz vorm Ende stehen. Wir müssten ziemlich bald auch dran sein am Hotel. Na, obwohl, es geht noch einmal über den Toluca Lake dann eben für uns drüber hinweg. Das weiß ich auch noch von damals her. Okay, ich bin raus. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie gesagt. Ich hoffe, du hattest Spaß, wie gesagt. Bleib weiterhin gesund, natürlich doch. Und ja, haltet die Ohren steif. Tschüssi.